Willkommen zu meinem Video, in dem es diesmal um die Lagerkosten gehen soll. Hören wir uns dazu mal einen Dialog zwischen Frau Wenzel, der Leiterin der Lagerdisposition, also der Lagerverwaltung, und dem Auszubildenden Martin an. Ach, unser Materiallager ist einfach zu voll. Und ich dachte immer, ein volles Lager hat Vorteile. Sicher, ein volles Lager sichert, dass die Produktion zu jeder Zeit ausreichend mit Material versorgt werden kann. Und ich habe gelernt, dass durch größere Bestellmengen die Beschaffungskosten gesenkt werden. Das ist ja auch richtig. Aber aktuell steigen die Lagerkosten immer weiter an. Und ich dachte, diese Kosten seien fix. Lagermiete fällt doch zum Beispiel immer an. Auch das stimmt. Neben den steigenden Fixkosten machen mir aber auch die variablen Kosten Sorgen. Und was können wir nun tun? So, habt ihr verstanden, um was es im Gespräch zwischen Frau Wenzel und Martin ging? Zunächst einmal geht es natürlich darum, dass ihr versteht, was überhaupt Lagerkosten sind. Hierunter fallen allgemein alle Kosten, die durch das Lagergut verursacht werden. Und im nächsten Schritt sollt ihr dann verstehen, warum man diese Lagerkosten in variable und fixe Kosten unterteilt. Also fangen wir mal an. Die Lagerkosten unterteilen wir zunächst einmal in Personalkosten und Sachkosten. Zu den Personalkosten gehören alle Kosten, die durch die Mitarbeiter verursacht werden, die mit dem Lager zu tun haben. Also die Mitarbeiter, die im Lager selber arbeiten und in der Materialdisposition, also in der Materialverwaltung. Zu den Sachkosten gehören die Sachkosten der Lagerräume, die Sachkosten der Lagereinrichtung und die Sachkosten des Lagergutes. Das klingt zunächst erstmal alles sehr abstrakt, also gucken wir uns das jetzt mal genauer an. Zu den Personalkosten der im Lager arbeitenden Mitarbeiter gehören zum Beispiel die Löhne eines Lagermitarbeiters an sich. Hierunter fallen also zum Beispiel die Zeit- und Akkordlöhne von Mitarbeitern, die für die Einlagerung des Materials zuständig sind. Hinzu kommen zum Beispiel die Löhne für Mitarbeiter, die für den Materialtransport zuständig sind. Und nicht vergessen dürfen wir natürlich die Gehälter der Mitarbeiter, die die Materialverwaltung übernehmen. Nun seht ihr, dass wir zwischen Löhnen und Gehältern unterscheiden. Wer sich ein bisschen mit den Personalkosten auskennt, der weiß, dass neben den reinen Lohn- und Gehaltszahlungen noch der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung hinzukommt. Diese sogenannten Lohnnebenkosten sind also weitere Kosten für Personal im Lager und in der Lagerverwaltung. Neben diesen Personalkosten spielen nur noch die Sachkosten eine Rolle. Wir unterscheiden Sachkosten für die Lagerräume, Sachkosten für die Lagereinrichtung und Sachkosten für das Lagergut selber. Die Lagerräume verursachen folgende Kosten: Mieten bzw. Pachten. Dies ist dann der Fall, wenn wir das Lager gemietet haben. Abschreibung. Dies steht für den Wertverlust und liegt dann vor, wenn der Lagerraum unser Eigentum ist. Die Energiekosten. Hierunter fallen zum Beispiel Kosten für die Beleuchtung und die Beheizung der Lagerräume. Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung. Natürlich müssen die Lagerräume ab und an mal renoviert werden, vielleicht fallen einzelne Reparaturen an. Dann Versicherungskosten, hierunter fällt zum Beispiel eine Brandschutzversicherung und natürlich Steuern, zum Beispiel eine anteilige Grundsteuer für das Gebäude. Einen weiteren wichtigen Kostenfaktor stellen die kalkulatorischen Zinsen für das in das Gebäude investierte Kapital dar. Was man hierunter versteht, erkläre ich euch in einem eigenen Video. Weitere Sachkosten entstehen durch die Lagereinrichtung, also zum Beispiel durch die Regale, aber auch durch Transportfahrzeuge im Lager. Hierzu gehören Finanzierungskosten, also zum Beispiel die Miete, wiederum der Wertverlust durch Abschreibung, wiederum die Abschreibung, die für den Wertverlust an den Vermögenswerten steht, die bereits bekannten Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen sowie die kalkulatorischen Zinsen für das investierte Kapital. Und dann haben wir noch die Sachkosten für das Lagergut an sich. Hierzu gehören zum Beispiel die kalkulatorischen Zinsen für das Lagergut. Güter, die im Lager liegen, werden häufig auch als totes Kapital bezeichnet. Diese auch als Opportunitätskosten bezeichneten Kosten entstehen dadurch, dass wir Kapital in den Lagergütern gebunden haben. Hinzu kommen Versicherungskosten, also zum Beispiel Diebstahl- und Brandschutzversicherung. Eine besondere Position nehmen die sogenannten Risikokosten ein. Unter Umständen werden diese als sogenannte kalkulatorische Kosten berücksichtigt. Auch dies erkläre ich euch in einem eigenen Video. Ihr habt nun eine schöne Übersicht über sämtliche Lagerkosten. Schauen wir uns nun einmal an, wie man diese Kosten in fixe und variable Kosten unterteilen kann. Nehmen wir einmal an, das ist unsere zur Verfügung stehende Lagerfläche. Auf dieser Lagerfläche können wir beispielsweise 108 Kartons lagern. 108 ist also unsere Lagerkapazität. Auf der gesamten Fläche können also insgesamt 108 Pakete gelagert werden. Nehmen wir nun an, für unser Lager fallen 3.000 Euro Löhne für die Lagerarbeiter, 2.500 Euro Löhne für die Reinigung und Instandhaltung des Lagers und 3.500 Euro Gehälter für die Lagerverwaltung an.
Diese Personalkosten fallen pro Monat an. Wir müssen nun überlegen, wie sich diese Personalkosten verändern, abhängig davon, wie voll das Lager ist. Ist der Lagerraum in einem Monat zum Beispiel nur zu einem Drittel gefüllt, fallen diese Personalkosten in voller Höhe dennoch an. Es handelt sich also um fixe Kosten. Nehmen wir nun an, für den Lagerraum fallen monatlich 1000 Euro Miete an. Der Wertverlust, also die Abschreibung des Lagerraums, soll 200 Euro betragen. Und die Energiekosten für den Lagerraum sollen 500 Euro betragen. Insgesamt fallen für den Lagerraum also monatlich 1700 Euro an. Wieder müssen wir überlegen, wie sich diese Kosten nun verändern, wenn wir mehr oder weniger Güter ins Lager aufnehmen. Euch fällt sicher auf, dass diese Kosten gleich bleiben, auch wenn das Lager nur zu einem Drittel gefüllt wäre. Auch bei diesen Kosten handelt es sich also um fixe Kosten. Schauen wir uns nun die Sachkosten der Lagereinrichtung an. Nehmen wir also einmal an, der Wertverlust an den Regalen beträgt 300 Euro je Monat und die Reparaturen und Instandhaltung 100 Euro je Monat. Wieder könnt ihr euch fragen, wie sich diese Kosten verändern, wenn man mehr oder weniger Güter ins Lager aufnimmt. Auch bei diesen Kosten erkennt ihr wieder, dass diese sich monatlich nicht verändern, abhängig davon, ob man mehr oder weniger Güter im Lager lagert. Auch bei diesen Kosten handelt es sich also um fixe Kosten. Schauen wir uns nun zu guter Letzt noch die Kosten an, die durch das Lagergut selbst entstehen. Gehen wir dabei davon aus, dass monatlich Versicherungskosten von 100 Euro anfallen und kalkulatorische Zinsen in Höhe von 300 Euro. Überlegt nun wieder, wie sich diese Kosten pro Monat verändern, wenn mehr oder weniger Güter gelagert werden. Bei der Höhe der Versicherungsbeiträge kommt es nun darauf an, ob deren Höhe abhängig ist von der durchschnittlich gelagerten Gütermenge. Es gibt Versicherungen, die steigen, je mehr gelagert wird, da das Risiko steigt. Gehen wir in unserem Beispiel aus Vereinfachungsgründen mal davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Die Versicherungen sind also fixe Kosten. Schauen wir uns nun einmal die kalkulatorischen Zinsen an. Ich hatte euch ja bereits zu Beginn des Videos erklärt, dass es sich hierbei um Kosten für das sogenannte tote Kapital handelt. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass in den Gütern Kapital gebunden ist. Solange die Güter gelagert werden, kann man mit diesem Kapital nichts anderes Alternatives anfangen. Es liegt also unproduktiv im Lager herum. Und nun könnt ihr euch vorstellen, dass folgende Regel gilt. Je mehr Güter gelagert werden, desto höher ist das in den Gütern gebundene Kapital und desto höher sind dann auch die Lagerzinsen. Ihr erkennt also, dass es sich allein bei den kalkulatorischen Zinsen um variable Kosten handelt. Variabel bedeutet in diesem Fall, dass diese Kosten steigen, je mehr Güter man lagert. Bei den meisten Lagerkosten handelt es sich also um fixe Kosten. Ihre Höhe ändert sich nicht, abhängig davon, ob man mehr oder weniger Güter lagert. Anders ausgedrückt bedeutet das jetzt, dass bestimmte Lagerkosten steigen, wenn man mehr Güter im Lager aufnimmt. Je höher die Lagermenge, desto höher werden die variablen Kosten. Bei den Fixkosten ist dies nicht so. Diese fallen monatlich ja in konstanter Höhe an, unabhängig davon, wie viel Güter gelagert werden. Ja, dann hoffe ich konnte euch einen kleinen Überblick über die Lagerkosten geben. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wodurch sich die fixen und variablen Lagerkosten unterscheiden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über eure Kommentare und ein Like. Wenn ihr regelmäßig informiert werden möchtet, welche Videos ich bei YouTube neu einstelle, dann abonniert einfach meinen Kanal. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!